Bundeswehr ihre Kampfeinheiten aus Afghanistan ab. Im Jahr 2014 reise ich 2 Monate lang durch Afghanistan. Wieder einmal. Seit mehr als 20 Jahren kenne ich das Land, das die Alliierten bald sich selbst überlassen werden. Das tief geprägt ist von archaischen Traditionen. Und das nun voller Angst auf das Wiedererstarken der Taliban schaut. Afghanistan, ein Land auf des Messers Schneide. Anflug auf Mazar-i-Sharif, Provinzhauptstadt im Norden Afghanistans. Im Camp Marmal, seit 2005 die Einsatzzentrale der Deutschen, läuft die Operation Rückzug. Seit Monaten packen sie ein. Die größte Schlacht, die die Deutschen im Jahr 2014 zu bestehen haben, ist eine Materialschlacht. Bis zu 3000 deutsche Soldaten waren hier stationiert. Eine deutsche Kleinstadt in der afghanischen Wüste. Die wird jetzt in Kisten verpackt. Tausende Tonnen an Material, mit dem am Hindukusch auch die Freiheit Deutschlands verteidigt werden sollte. Alles muss raus. Von der Blutkonserve bis zum Zielfernrohr für Scharfschützen. Das sind Laserlichtmodule, die werden hier halt auf Vorzähligkeit geprüft. Wichtig ist, dass man hierbei beachtet, dass die Batterien raus sind, weil das meiste wird per Luft transportiert. Und da darf halt Batterie, das wird halt als Gefahrgut gehandhabt, darf halt nicht mit überflogen werden. Immer schwereres Gerät war über die Jahre zum Einsatz gekommen, um endlich das Land unter Kontrolle zu bringen. Auch das geht jetzt zurück. Und zwar nicht nur sauber, sondern rein. Alle Fahrzeuge werden bis in den letzten Winkel desinfiziert. Es soll ein makelloser Rückzug werden. All diese Fahrzeuge gehen jetzt noch zu ABC und werden außen desinfiziert und werden dann gleich auf den Flugbetriebsbereich verfahren und warten dann auf ihren Flieger Richtung Türkei, über Türkei nach Deutschland. Das sind die letzten Boxer, die das Einsatzgebiet in den nächsten Tagen verlassen werden. Dann machen wir weiter mit dem Los Nummer 5. Hier in dem Container sind unter anderem drin Bettgestelle, Unterkunftsschränke, Tische, Stühle. Heute ist Dienstag, der Tag für afghanische Schnäppchenjäger. Geschäftsleute aus dem ganzen Land kommen an diesem Tag hierher, um Waren aus Germany zu steigern. Alles findet einen Abnehmer. Ist alles günstig hier. Die Sachen verkaufen wir dann mit Gewinnen auf dem Bazar. Was interessiert Sie denn? Auch alles Mögliche. Hauptsache, es ist billig. Gibt es hier nur Kleinkram oder auch größere Sachen? Nein, manchmal gibt es auch Autos. Es ist jedes Mal was anderes im Angebot. Wir interessieren uns für alles, was irgendwie noch brauchbar ist. Jeder Händler gibt in einem Umschlag verdeckt sein Gebot ab. $62.000 wird die Bundeswehr an diesem Tag einnehmen. Was die Gesamtbilanz des Einsatzes kaum verändern wird. An die 10 Milliarden Euro kostete Deutschland dieser Krieg. Von den menschlichen Opfern, den Toten, Verwundeten und Traumatisierten ganz zu schweigen. Am nächsten Morgen. Wir fliegen zu einem Außenlager der alliierten Truppen. Von Mazar aus Richtung Norden, über die Vorläufer des Hindukusch-Gebirges. Doch die morgendliche Idylle trügt. Immer noch ist der Hubschrauber das einzige sichere Verkehrsmittel im Land.
Erst recht für Ausländer. Denn der Boden gehört den Taliban. In vielen Regionen außerhalb der städtischen Zentren können sie die Menschen weiterhin terrorisieren. Daran haben auch 13 Jahre ISAF-Einsatz nichts geändert. Der Combat Outpost Khelagai in der Provinz Bahlan. Mit solchen Außenposten wollten die alliierten Truppen ein Sicherheitsnetz knüpfen, um die Taliban zurückzudrängen. Ein Netz, das freilich viel zu langsam wuchs und das jetzt an die afghanische Armee übergeben wird. Deutsche Spezialeinheiten der Task Force 47 waren hier stationiert. Geheime Elitesoldaten, die von hier aus tief im Landesinneren Jagd auf Aufständische machten. Es ist der letzte Außenposten, den die Deutschen hier heute räumen. Special Forces der Amerikaner werden noch ein paar Monate bleiben. Besonders gesprächig sind sie nicht. Wie viele Soldaten sind noch hier? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber Sie bleiben länger als die Deutschen. Ja, wir werden bis zu einem gewissen Zeitpunkt im Sommer bleiben. Ist hier schon attackiert worden? Ja, aber ich möchte nicht in die Details gehen. Naja, ich meine, war es ein Raketenangriff oder etwas in der Art? Etwas in der Art. Gehen Sie auch raus? Raus? Was meinen Sie damit? Verlassen Sie das Camp? Ja. Und da ist es passiert? Hören Sie, das ist Afghanistan. Angriffe sind hier Alltag. Ein Gedeck steht in der Kantine immer bereit. Symbolisch. Für den Soldaten, der nicht aus dem Einsatz zurückkehrt. Indische Gastarbeiter erhalten die Infrastruktur im Camp. Ohne sie wären solche Kriege nicht denkbar. Sie sind die Schattenarmee der ausländischen Truppen. Internationale Konzerne verdienen mit dem Verleih solcher Arbeitskräfte Millionen. Billiglöhner aus Asien, die oft gegen ihren Willen in Kriegsgebieten landen. Der Makler zu Hause hatte mich nach Dubai geschickt mit dem Versprechen auf Arbeit in Südafrika. Als ich dann nach Dubai kam, sagte man mir, in Südafrika gäbe es keine Arbeit und ich solle nach Afghanistan gehen. Ich habe protestiert, weil es in Afghanistan doch bald zu Ende geht und gefährlich ist es noch dazu. Da drohten sie mir, wenn ich mich weigere, hierher zu kommen, dann würden sie mich zurück nach Indien schicken. $1,500 hat er dem Makler bezahlt. Für ihn ein Vermögen. Die letzten Fahrzeuge werden draußen verladen. Und noch ein paar Kleinigkeiten. Was sind das für Schlüssel? Das sind die Schlüssel, die wir zu den Zelten hatten, die hier standen. Aber die Zelte sind doch alle weg und Sie haben nur den Schlüssel hier. Richtig. Praktisch ein Symbol, dass jetzt Feierabend ist. Ich komme jetzt in den Container und dann war's das. Und dann ist es vorbei. Okay. Und nun soll hier die afghanische Armee mit ausrangierten Fahrzeugen der Amerikaner die Lücke selbst schließen, die die alliierten Truppen nach dem Abzug hinterlassen. Sommer 2014. Bilder einer Offensive der Afghan National Army, die zusammen mit Polizeikräften und verbündeten Milizen in dieser Region gegen die Taliban vorgeht. Es wird viel geschossen in diesen Tagen. Doch ob das am Ende die Gegend sicherer macht, bleibt offen. Den afghanischen Sicherheitskräften mangelt es an moderner Ausrüstung zur Aufklärung und zur Bekämpfung der schwer fassbaren Guerilla-Einheiten. Am Ende der dreitägigen Offensive werden einige Männer verhaftet. Sie beteuern ihre Unschuld, hätten nichts mit den Taliban zu schaffen, sagen sie. Ob sie tatsächlich nicht zu den Aufständischen gehören, lässt sich kaum klären. Viele der Gefangenen werden ein paar Tage später wieder freigelassen. Noch unterstützen amerikanische Einheiten solche Aktionen, bis auch sie das Land verlassen. Zurück in Mazar-i-Sharif. Seit die Bundeswehr kaum noch zu Einsätzen hinausgeht, muss man sich etwas einfallen lassen, damit bei den Soldaten keine Langeweile aufkommt.
Ein Marathonlauf war um 4 in der Früh gestartet worden. Jetzt kommen die ersten Läufer ins Ziel. Derweil macht sich ein Trupp deutscher Panzergrenadiere auf den Weg zu einem Camp der afghanischen Armee. Marschleistung roundabout 25 Kilometer, Fahrzeit zwischen 14 und 15 Minuten wie gehabt. Vom Camp hier Marmal zum Camp Shahin. Diese Tour ins Camp der Afghanen machen sie täglich. Sie sind Ausbilder, sogenannte Mentoren für die afghanische Armee. Es sieht aus wie ein lockerer Ausflug. Trotzdem sind hier alle angespannt. In den vergangenen Tagen hat es wieder mehrere Anschläge im deutschen Zuständigkeitsbereich gegeben. Und mit dem Abzug der ISAF-Truppen werden die verbleibenden Soldaten noch verwundbarer. Camp Shahin. 3000 afghanische Soldaten sind hier stationiert. Alle Hoffnungen des Landes ruhen auf Armee und Polizei. Doch wie loyal sind diese Männer gegenüber ihrer Regierung? Es gibt ein Auswahlverfahren, das geht ca. 2 bis 3 Monate, wo die sich dann ganz normal bewerben, so wie wir es in Deutschland auch kennen. Und dann müssen sie 2 Gläubiger auftreiben, die sich dafür verbürgen, dass dieser Soldat charakterlich geeignet ist, die richtige Einstellung hat und halt auch im Endeffekt keine Gefahr für ANA-Kräfte darstellt. Hintergrund des Ganzen ist einfach, dass die ANA halt auch in den letzten Jahren, gerade was so Insider-Threats, also Innenattentäter zu tun hatte, schlechte Erfahrungen gemacht haben und einfach ihre Sicherheitsmaßnahmen dementsprechend verbessert haben und sich damit erhoffen, dass halt solches Personal frühzeitig ausgefiltert werden kann. Mentoring, ausbilden statt kämpfen, das ist die einzige Unterstützung, die Bundeswehr bis Ende 2016 hier noch leistet. Aber auch das ist unendlich mühsam. Ständig gibt es Missverständnisse, trotz Dolmetscher. Sprengfallen sind eine große Bedrohung, gerade für afghanische Sicherheitskräfte, die zunehmend ins Visier der Taliban geraten. Die Entschärfung wird immer wieder geübt. Trotzdem kamen im vergangenen Jahr 4.600 afghanische Soldaten und Polizisten durch Attacken der Taliban ums Leben. Opfer, die im Ausland kaum wahrgenommen werden. Ich bin überzeugt davon, dass wir dank unserer Ausbildung nun in der Lage sind, Afghanistan zu verteidigen. Mit jedem Tag werden wir besser und an dieser Stelle möchte ich unseren Mentoren danken. Doch ich habe auch eine Bitte an unsere Gäste. Wir brauchen modernere Waffen und Ausrüstung, damit wir unsere Feinde besser bekämpfen können. Dieser Optimismus wird von den deutschen Ausbildern freilich nicht geteilt. Bei der Auswertung des Tages fallen deutliche Worte. Es ist die Rede von Disziplinlosigkeit, Faulheit und mangelnder Professionalität. Ausbildungszeit 8 bis 11.30 Uhr. Ich korrigiere bis 10.30 Uhr, dann haben die eingestellt und heute Nachmittag läuft auch nichts mehr, außer Selbststudium, was auch immer die darunter verstehen. Einige hier zweifeln am Sinn ihrer Mission. Hanif ist ein faules Stück. Ja. Ein faules Stück. Es waren nicht alle da, weil einige mussten zur Klinik, zum Rosengarten und zur Kabulbank heute. Die mussten Geld holen. Prügeleien unter den Rekruten sind an der Tagesordnung. Ach, gab wieder eine Runde oder länger? Sind NCO dazwischen gegangen? Ethnische Konflikte spiegeln sich im Alltag dieser Armee. Sagen wir so, derzeit läuft es noch nicht mal mehr eckig. Gut, dann mache ich jetzt da einen Haken hinter. Fertig. Beim Verlassen des Camps beobachte ich wieder eine Rauferei unter den Rekruten. Wird diese Armee künftig Sicherheit und Stabilität in Afghanistan erzwingen können? Ein paar Tage später, Kabul, die Hauptstadt Afghanistans. 3,4 Millionen Menschen leben hier. Und sie leben gefährlich. Das Risiko von Anschlägen ist drastisch gestiegen. In meinem Hotel bin ich der einzige ausländische Gast. Um nicht zur Zielscheibe von Attacken zu werden, rät man mir hier zur Landestracht. Offen filmen auf der Straße sei auch nicht ratsam, warnen Sie mich noch. Das habe ich bei meinen Besuchen in den letzten 13 Jahren noch nicht erlebt.
Im Stadtbild fallen die vielen deutschen Reisebusse auf. Während manche Deutsche glauben, dass nichts gut ist in Afghanistan, finden die meisten Afghanen einfach alles gut, was aus Deutschland kommt. Auch ausrangierte Fahrzeuge. Stolz zeigt er seinen Bus, für den er 40.000 Dollar gezahlt hat. Ob der in Deutschland noch über den TÜV käme, sei ihm egal, sagt er. Und dass er an die deutsche Wertarbeit glaube. Ich bin verabredet mit einem Stammesführer, der in der afghanischen Politik schon viele Jahre eine wichtige Rolle spielt. Zugang zu ihm gibt es nur nach mehreren Sicherheitschecks. Pacha Khan Sadran, Warlord und Strippenzieher. Ein Mann, den einige Leute in Afghanistan gern aus dem Weg räumen würden. 2001 bei der Afghanistan-Konferenz auf dem Bonner Petersberg wurde er von Kanzler Gerhard Schröder als einer der Repräsentanten Afghanistans begrüßt. Ich frage ihn nach den Politikern, die heute das Land regieren. Ach, das sind doch alles Betrüger und Schlitzohren. Wird die afghanische Armee in der Lage sein, das Land zu verteidigen, wenn die ausländischen Truppen abziehen? Nein, das ist sie nicht. Wir wären in der Lage, unser Land zu verteidigen, hätten die Amerikaner uns richtig unterstützt. Ich sage mal, jeder, der so einfach behauptet, dass wir uns nicht schützen könnten, muss sich die Frage stellen, warum wohl nicht? Hätten die Amerikaner auf uns gehört und mit uns zusammengearbeitet, wären wir damals in einer ganz anderen Situation gewesen. Insbesondere im Grenzgebiet zu Pakistan hätten wir mehr Unterstützung brauchen können. Wir hätten die Taliban niemals hier herüberkommen lassen dürfen. Der Weg zurück zum Hotel führt mich durch den Kabuler Markt. Ich fange verdeckt ein paar Impressionen ein. Später zünden Aufständische im Basar eine Bombe. Schlagartig verwandelt sich die Millionenstadt Kabul in ein Kriegsgebiet. Seit dem Abzug der Alliierten passiert es immer öfter. Ein nahegelegenes Hotel, das vor allem Ausländer besuchen, wird ebenfalls attackiert. Die wilde Schießerei zwischen Aufständischen und der Polizei wird an diesem Tag 16 Menschen das Leben kosten. 16 von weit mehr als 3000 toten Zivilisten im vergangenen Jahr. Am nächsten Morgen. Dass Afghanistan zu den gefährlichsten Ländern der Erde gehört. Im Park von Baghe Babur könnte man das glatt vergessen. Eine der schönsten Gartenanlagen überhaupt. Sie wurde in die Weltkulturerbeliste der UNESCO aufgenommen. Die Gräber der großen Mogulherrscher erinnern an eine glanzvolle Vergangenheit. Für viele Familien ein letzter Zufluchtsort vor der täglich tobenden Gewalt. Im Viertel oberhalb des Gartens das Grab des ersten deutschen Soldaten, der während einer Expedition nach Afghanistan starb. Relikt aus der Zeit des Imperialismus. Nicht weit von hier sind wir verabredet mit einem Offizier des afghanischen Geheimdienstes, Khad. Jahrelang bereitete er Agenten vor, um sie in Taliban-Kreise einzuschleusen. Auch ausländische Geheimdienste sollte er beobachten. Zögernd zeigt er uns seine Aufzeichnungen dazu. Was, ihr filmt mich? Dann zeigt auf keinen Fall mein Gesicht, sonst bringen die mich um. Wenn ihr das vorhabt, dann könnt ihr mich auch gleich selbst töten, hier und jetzt. Hm.
Wie schätzt er den Kampfeinsatz der Deutschen in Afghanistan ein? Ich habe die Deutschen lange beobachtet. Meiner Meinung nach sind die hier zu nachsichtig. Es sind ja viele Deutsche in Kämpfen gegen die Taliban getötet worden. Trotzdem, wenn ein Taliban den Deutschen in die Hände fällt, was machen die Deutschen? Sie stecken ihn einfach nur ins Gefängnis. Aber wer sind die sogenannten Taliban überhaupt? Was sind das für Leute? Überwiegend sind das Araber, Pakistani, Tschetschenen, Usbeken, Tataren. Die kommen von überall. Natürlich auch von hier. Was denkt er über die fremden Soldaten in seinem Land und über deren Abzug? Es ist gut, dass sie hier sind. Wir brauchen deren Hilfe und unsere Armee ist angewiesen auf sie und auf bessere Waffen und finanzielle Unterstützung. Wenn wir das haben, erst dann können sie gehen. Okay, hauen rein. Doch nur 150 deutsche Soldaten werden künftig in Kabul bleiben. Täglich fährt ein Trupp ins Hauptquartier der afghanischen Nationalarmee, kurz ANA, um den Offizieren zur Seite zu stehen. Mehr mit Rat als mit Tat. Ein mühsames Geschäft für die Deutschen. Elementare militärische Abläufe fehlen und müssen behutsam eingeübt werden. Vor allem geht es darum, die Lage vernünftig aufzunehmen, ein klares Lagebild zu haben. Und da helfen ganz einfach technische Hilfsmittel. Eine Karte, in der Sie die Sachen eintragen, das sind ganz banale Dinge. Eine Liste, die Sie führen. Einfach, man merkt immer, die Informationen sind eigentlich alle vorhanden, aber sie sind manchmal unstrukturiert. Und da hilft man einfach mit kleinen organisatorischen Hilfsmitteln, bringt man die kleinen Schritte voran. Kleine Schritte auch ein paar Räume weiter. Diese Männer sind angehende Offiziere der afghanischen Armee. Fast alle Analphabeten. Wir treffen sie gerade beim Unterricht. Grundrechenarten stehen auf dem Programm. Wie viel ist 2 mal 2, fragt der Lehrer. Und die jungen Männer antworten, immerhin richtig, 2 mal 2 ist 4. Derweil treffen sich in einem Gebäude weiter hohe Offiziere der ANA mit den Führern der alliierten Streitkräfte. Bei langen Frühstücksterminen werden die Fortschritte ausführlich analysiert und Probleme vorsichtig von den ausländischen Offizieren angesprochen. Zum Beispiel die vielen Soldaten, die den Dienst quittieren. Viele desertieren. Mehr als 60.000 Soldaten müssen jährlich ersetzt werden. Einige Tage später. Begegnung mit Christoph Klawitter. Der Deutsche arbeitet als Dienstleister für die Bundeswehr. Seine Firma war am Aufbau mehrerer deutscher Camps in Afghanistan beteiligt und residiert in einem noblen Bürohaus. Ja, auch die gibt es in Kabul. Klawitter lebt hier seit 10 Jahren, ist ein exzellenter Kenner des Landes und spricht fließend die Landessprache Dari. Er schaut skeptisch auf den alliierten Einsatz in Afghanistan und auf die Zukunftschancen dieses tief zerrütteten Landes. Das größte Manko ist, dass Afghanistan halt keine nationale Identität noch hat. Gewiss hört man das, ja, wir sind alles Afghanen, aber wenn man wirklich reinschaut, sieht man halt, dass alles noch sehr ethnisch geprägt ist hier. Die ethnischen Gruppen sind sehr wichtig. Mein Stamm zuerst, meine Provinz, und dann schauen wir mal weiter. Und das wird natürlich gern vergessen hier. Wir fahren ins Bundeswehrcamp Khasabar, wo Klawitter ebenfalls über ein eigenes Büro verfügt. Aus Angst vor Anschlägen haben sich die Deutschen mittlerweile gleichsam verschanzt. Kontakt mit den Einheimischen gibt es aus Sicherheitsgründen längst nicht mehr. Das, was ich immer sage in Bezug auf die Mission Bundeswehr hier ist, wir können rumgehen und Bundeswehrsoldaten fragen, ob er uns beschreiben kann, welche Farbe der afghanische 500 Afghanischein hat, was 10 Dollar sind. Und ich wette alles, es kann keiner. Ich kann dir keiner sagen, wie die Geldnoten dieses Landes ausschauen, weil einfach die Interaktion nicht mehr da ist. Wir fahren mit gepanzerten Autos von A nach B, sind im Camp,
der Großteil ist ja im Camp. Man schaut sich ja Mazar an und andere. Weit über 3 Milliarden Dollar ziviler Entwicklungshilfe allein aus Deutschland hätten das Land kaum vorangebracht, sagt er. Hier sind Gelder reingeflossen, wir waren ja unterwegs in der Stadt. Wir müssten auf Seitenteppichen Auto fahren mit Goldrand. Aber es ist nichts da. Die Straßen sehen schlimmer aus als 2003, 2004. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Gesellschaft war noch nicht so weit hier. Für diese Demokratie, für diesen Hut Demokratie, den man aufsetzen möchte. Und ab morgen wird alles gut. Ein paar Kilometer Luftlinie von hier warten sie auch noch darauf, dass ab morgen alles gut wird. Wadam Bach ist das zentrale Frauengefängnis von Kabul. Auch viele Kinder sitzen mit ihren Müttern hier ein. Manche sind nur hier wegen sogenannter moralischer Verbrechen. Da reicht es, mit einem Mann in der Öffentlichkeit gesehen worden zu sein. Alle aber sind hier, weil ihnen zur Freiheit das Geld fehlt. Ich und die anderen Frauen haben wenig Hoffnung, hier rauszukommen. Wir haben einfach nicht das Geld. Hier sind auch Frauen, die mehrfach verhaftet wurden, sich aber immer wieder freikaufen konnten. Ich bin hier, weil ich mich geweigert habe, jemanden zu heiraten. Meine einzige Hoffnung ist, dass unsere Regierung an uns denkt und uns freispricht. Das hat man uns ja mehrfach versprochen. Langsam wird es Zeit, dass die ihre Versprechen auch halten. Der Alltag im Gefängnis ist gut. Es werden Sport und andere Freizeitmöglichkeiten angeboten. Wir bekommen auch Englischunterricht hier. Ehrlich gesagt fühle ich mich hier sicherer als draußen. Es ist eine archaische Gesellschaft, die von außen nicht einfach umzukrempeln ist. Grausame Spektakel wie diese Hundekämpfe sind inzwischen zwar verboten, aber nicht tabu. Immer freitags finden sie statt. Viele Afghanen schließen hohe Wetten auf die Tiere ab. Wie hier in den Bergen am Rande Kabuls. Wohlhabende Afghanen in den Städten lassen Jungs für sich tanzen. Bajabasi, übersetzt das Knabenspiel, ist eine verbreitete Form der Kinderprostitution, bei der als Frauen verkleidete Jungen erst vor Männern tanzen und sie hinterher befriedigen müssen. Armut und endlose Kriege prägen das Leben der meisten Kinder. Trotz mancher Fortschritte, viele müssen für ihren Lebensunterhalt schuften, von klein auf. Etwa die Hälfte der Arbeiter in afghanischen Ziegeleien ist unter 14 Jahren, schätzen Kinderrechtsorganisationen. Wir machen uns auf den Weg Richtung Süden. Selbst viele Afghanen meiden mittlerweile solche Fahrten durch das Land. Es sei zu gefährlich geworden, warnt mein Fahrer. Erst recht, wenn es in Städte geht, die als Hochburg der Taliban gelten. Wie die Stadt Gardez, 3 Fahrstunden von Kabul entfernt. Ich bin verabredet mit einem alten Freund, Asif Niazi. Der Ingenieur ist der Chef der regionalen Stromversorgung. Er bekommt täglich zu spüren, dass Recht und Gesetz hier nichts gelten. Especially the government put me in a problem. Besonders die Regierung bereitet mir viele Probleme. Sie wollen Strom, aber wollen nicht dafür bezahlen. Das bringt mich in Schwierigkeiten. Teilweise leben sie weit von unserem Versorgungsbereich entfernt und bestehen darauf, dass ich ihnen Strom dorthin liefere, was unmöglich ist, weil wir da gar keine Leitungen haben. Aber sie drohen mir einfach. Das sind einflussreiche Leute, Parlamentsmitglieder, Kommandeure, Gouverneure und dergleichen. Das ist mein großes Problem. Doch die Menschen leiden nicht nur unter den korrupten Politikern. Asif schickt uns ein paar Häuser weiter. Hier lebt Shabir mit seiner Familie.
von der nicht mehr viel übrig ist. Seit jenem Tag vor 4 Jahren, als in der Nacht die amerikanischen Spezialeinheiten kamen. Ich zeig euch, wo es war, sagt er, und führt uns ins Haus. Die Familie feierte an diesem Tag die Geburt eines Kindes. Wir hörten Hubschrauber und Schüsse, erzählt er. Sein Bruder Daud ging hinaus, um zu sehen, was los war. Im Hof wurde er erschossen. Die Aktion kostete 4 andere Familienmitglieder das Leben, darunter auch Shabirs Frau. Später haben sich die Amerikaner entschuldigt. Aber wem hilft das? Bis heute ist der Großvater traumatisiert. Hier sind sie gemeinsam begraben. Daud, mein ältester Sohn, und die anderen, sie sind einfach ausgelöscht. Sie waren alle unschuldig. Alles ist zerstört. Nun lebe ich umzingelt von Taliban, Polizei und Militär und den Amerikanern. Wo soll ich hingehen? Ich bin am Ende. Für die Menschen hier gibt es keinen Unterschied zwischen dem Terror der Taliban und dem Krieg der Alliierten gegen eben diesen Terror. Bilder eines afghanischen Kollegen aus dem Jahr 2012. Eine Siedlung nicht weit von hier in der Provinz Logar. 18 Zivilisten sterben bei einem Luftschlag der NATO, darunter auch Frauen und Kinder. Im Dezember 2014 kommt es hier zu einem weiteren NATO-Luftschlag. Wieder sterben Zivilisten. Im Militärjargon heißen sie Kollateralschäden. Unschuldige, die zwischen die Fronten geraten, deren Tod in Kauf genommen wird. Zum Entsetzen der Angehörigen. Immer wieder unterstreichen wütende Proteste nur die Ohnmacht der Menschen hier. Wir fahren weiter Richtung Süden, erreichen schließlich das Camp Leatherneck in der Provinz Helmand. Heute fast eine Geisterstadt. Bis zu 40.000 Soldaten waren hier einst stationiert. Nur ein paar hundert sind übrig geblieben, um den Laden hier dicht zu machen, das Lager bald an die Afghanen zu übergeben. Tausende von Verpflegungspaketen werden gerade entsorgt, Inventar verschrottet. Keine andere US-Einheit hat so viele Soldaten in Afghanistan verloren wie die Marines von Camp Leatherneck. 418 gefallene Männer. In einer Gegend, die immer noch zu den gefährlichsten Regionen Afghanistans gehört. Soldaten der Bravo-Kompanie machen sich derweil bereit für eine letzte Mission. Ein nächtlicher Einsatz steht an. Ein Luftschiff wird von oben vor Attacken der Taliban warnen. Gemeinsam mit der afghanischen Polizei werden sie auf der Straße zwischen Kandahar und Kabul patrouillieren. Eine der wichtigsten Verkehrsadern des Landes und eine der gefährlichsten. Straße des Todes nennen sie sie. Fast täglich kommt es hier zu Angriffen, meist mit Straßenbomben. Die hier ihren Dienst tun, haben schon einiges hinter sich gebracht. Auch die ganz Jungen unter ihnen. So where are you from in the States? In the States, I'm from Georgia. Er stamme aus Georgia, erzählt dieser Junge. 19 Jahre ist er alt. Mit 17 kam er zu den Marines. Nach dem Tod seines Vaters war die Armee seine einzige Chance. 4 von seinen Kumpels hat er hier in Afghanistan verloren. An einer Raststätte sind inzwischen auch schon afghanische Polizisten eingetroffen. Ich nutze die Gelegenheit, einen Ladenbesitzer zu fragen, ob die Straße durch die Amerikaner denn sicherer geworden sei. Die sind doch schuld daran, dass so viele Afghanen gestorben sind. Und im Übrigen, wir Afghanen haben am Anfang nicht verstanden, dass die Ausländer hierher gekommen sind, um uns auszubeuten. Hätten wir das gewusst, wären wir heute nicht in der Lage, in der wir uns jetzt befinden.
Und was hält er von den Taliban? Geht mir weg mit diesen Leuten. Die sind auf dem falschen Weg. Sie folgen nicht der Lehre des Islam, respektieren nicht die Menschen. Sie sind nicht gut für unser Land. Ich bin ja selbst einmal ein Talib gewesen und habe mich viel mit der Lehre des Islam beschäftigt. Aber nicht so ein Talib, der 10 Tage den Koran lernt und dann Krieg predigt. Nicht so einer, der unserem Land schadet. Also, weg mit diesen Taliban. Tags darauf Aufbruch nach Sangin, ein Bezirk 120 Kilometer nördlich des Camps gelegen. Die Gegend gehört immer noch zu den umkämpften Regionen in Afghanistan. Sangin-Grad, so nennen die Soldaten die Gegend. Ein paar Minuten sind wir unterwegs, da beobachten die Bordschützen eine verdächtige Aktion am Boden und eröffnen sofort das Feuer. Es gilt die Regel, wer früher schießt, lebt länger. Bilder der amerikanischen Armee. Bis zur Übergabe an das afghanische Militär im Sommer 2014 hatten Marines die Dörfer rund um Sangin immer wieder gründlich nach Aufständischen durchsucht. Doch solche Aktionen haben keine große Aussicht auf Erfolg, denn in den Dörfern ist es kaum festzustellen, wer Freund und wer Feind ist. Ein Kampf gegen einen unsichtbaren Gegner, der in der Bevölkerung untertaucht oder sich in eines der umliegenden Dörfer zurückzieht. Aber nun räumen die Amerikaner auch das Lager in Sangin, übergeben es an die afghanischen Streitkräfte. Nur wenige Monate nach diesen Aufnahmen im Herbst 2014 werden die Taliban im Süden massiv vorstoßen und große Teile der Region überrennen. Rückflug nach Mazar-i-Sharif. Im deutschen Lager herrscht Aufbruchstimmung. Die Soldaten freuen sich auf die Heimkehr. Letzte Geschenke werden im Bazar des Camps gekauft. Bauchtanzkostüme und natürlich Teppiche sind hier in diesen Tagen der große Verkaufsschlager. Einer, der demnächst mitfliegen darf, ist der Dolmetscher Jamshed. Die Bundeswehr hat seinen Antrag auf Asyl in Deutschland anerkannt. Zu Hause wäre sein Leben in Gefahr. Especially this province that we have been working for, Kilagai and Opinar. Besonders die Gebiete Kilagai und Stützpunkt Nord, wo wir tätig waren, gelten als Taliban-Hochburgen. Die Bevölkerung dort betrachtet uns Dolmetscher als übelste Subjekte und als Spione der Deutschen. Die Deutschen haben allerdings ihre Vorschriften. Nur Einzelne, die sich in konkreter Gefahr befinden, erhalten eine Einreiseerlaubnis. Aber das ist meiner Meinung nach nicht fair. Alle Dolmetscher, die hier arbeiten, sind in Gefahr. Jeder kennt sie hier doch. Genau wie ich hat jeder eine Familie, Frau und Kinder. Von den etwa 1200 lokalen Mitarbeitern, die Asyl beantragt haben, lässt die Bundeswehr knapp die Hälfte in Afghanistan zurück. Die seien nicht unmittelbar gefährdet, heißt es. Also im Zweifelsfall entscheiden wir für den Antragsteller. Das ist ganz klar meine Position, weil es natürlich um Menschen geht, weil es um deren Gefährdung geht, weil es unsere Mitarbeiter sind, die sich für uns eingesetzt haben. Und im Zweifelsfall bewerten wir das so, dass wir sie als gefährdet einstufen. Jamshed lädt mich ein in sein Haus im Zentrum von Mazar-i-Sharif. Hier lebt er mit seinen Eltern und 3 Geschwistern. Stolz zeigt er mir Dokumente, die ihm eine Zukunft in Deutschland eröffnen. Es werde Zeit für ihn, das Land zu verlassen, sagt er. Vor einigen Wochen wurde er in der Stadt von 3 Männern mit Messern attackiert.
Er konnte sich wehren und zeigte die Angreifer bei der Polizei an. Dann wurde auf sein Haustor geschossen. Ich glaube, das waren die gleichen Leute, die mich angegriffen haben. Die Polizei hatte sie schnell wieder auf freien Fuß gesetzt. Das müssen die gleichen Leute gewesen sein. Nach diesen Vorfällen stellte auch Jamsheds Mutter einen Asylantrag bei der Bundeswehr. Doch ohne Erfolg. Die Familie ist fassungslos. Die Deutschen wissen doch, was mir passiert ist. Das Gleiche kann auch meiner Familie zustoßen. Sie haben sogar einen Anschlag auf unser Haus verübt, als sie auf uns geschossen haben. Trotzdem wurde ihr Asylantrag abgelehnt. Keine Ahnung warum. Hat seine Mutter denn auch für die Deutschen gearbeitet? Ja, sie arbeitet seit 6 Jahren für die Deutschen. Direkt im Camp? Ja. Was macht sie dort? Sie macht Personenkontrollen am Eingang. Okay. Im Camp läuft derweil der Abzug weiter. Letzte Checks stehen an. Auf eventuellen Schmuggel von Waffen oder Drogen. Man weiß ja nie. Danach geht es in russischen und ukrainischen Transportflugzeugen Richtung Westen. 55 deutsche Soldaten haben in Afghanistan ihr Leben verloren. Sie seien nicht umsonst gestorben, sagen die Politiker, die sie hierher geschickt haben, und hoffen, dass die Zukunft ihnen recht gibt. Werden die Afghanen in der Lage sein, dieses Land in eigener Regie vernünftig zu regieren? Meine ehrliche Meinung, nein. Werden sie nicht. Dafür ist einfach viel zu viel Unfriede in der afghanischen Gesellschaft. Ich habe sehr viel jeden Tag mit Afghanen zu tun, ob es Taxifahrer sind, Kioskbesitzer, Basaris hier. Und es ist nach wie vor da. Die ethnische Kluft zwischen den verschiedenen Ethnien ist nach wie vor da. So spricht viel dafür, dass der Abzug zu früh kommt. Dass die Infusion von Sicherheit und Stabilität zu gering war. Dass die Afghanen kaum in der Lage sein werden, ihr Land vor drohendem Chaos zu bewahren. Dem Land Stabilität und den Menschen Sicherheit zu bringen, das war ein Ziel dieses langen Einsatzes. Gemessen daran war es ein verlorener Krieg. Bis auf Weiteres.